Baustellenmagazin. Ja, ich bin mal wieder nach langer Zeit in Stuttgart. Ja, und ich werde dieses Video, dazu möchte ich mich erstmal bei allen bedanken, die mir die besten Wünsche ausgerichtet haben zu meinem verstorbenen Bruder. Ja, das hat mir ziemlich viel Kraft auch in der letzten Zeit gegeben, dass ich jetzt dann sagen konnte, okay, mach gut 4 Wochen, ich fange jetzt wieder an, richtig zu filmen. Ja, dafür erstmal recht herzliches Dankeschön an euch alle. Ihr seid echt die Besten, wo es gibt. Ja, deswegen dieses Video ist meinem Bruder gewidmet. Ihr dürft natürlich trotzdem alle sehr gerne zuschauen. Und wer sagt, nö, der möchte ich nicht zuschauen, der darf dann auch gerne abschalten. Habe ich auch kein Problem mit. Ja. Es ist wieder viel los in Stuttgart. Ferienzeit. Die Stammstrecke ist gesperrt, wie man sieht. Und Ersatzbusse fahren natürlich auch wieder. Ja, und was ich jetzt gerade gesehen habe, hier der Weg, der ist auch schon wieder zu. Ja, kürzlich offen gewesen, jetzt schon wieder zu. Ja, schauen wir mal, was mich sonst noch so erwartet. Hier in Stuttgart. Ja, und dazu laufen wir jetzt auch noch mal. Hier an der Baustelle entlang. Ja, ich heb euch mal hoch. So, ich hoffe, ihr konntet einiges sehen. Ich konnte jetzt leider nichts hier sehen von dem, was ich gefilmt habe. Aber das macht auch nichts. So, also die Nachtlichtaugen. Wir haben jetzt alle so ein normales Zelt bekommen, wo die ganzen Vorarbeiten stattfinden wahrscheinlich. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir heute auch noch ein paar fertige Lichtaugen hier in den Fokus bekommen. Ja, ich würde sagen, ich laufe mal ein Stück weiter. Yeah.
So, jetzt geht's. Ja, hier vor mir ist jetzt die Einrüstung. Ich hoffe, dass ich durch den Bauzaun komme. Für den zukünftigen Haupteingang Nord. So, dann gehen wir mal weiter. Finden wir auch noch Arbeiten statt. Sieht man Bagger. Ein Schaltbus-LKW. Für das Versorgungs- und Entsorgungsgebäude. Ja, und dahinter ist der Flügel vom Brunnerzbau, wo das City-Hotel drin war. Ja, hat sich auch noch nicht so viel getan. Aber die werden wahrscheinlich noch beim Entkernen sein. Oder vielleicht auch schon beim Wiederaufbau. Wenn ihr mehr dazu Infos habt, dann einfach mal kurz in die Kommentare schreiben. So, hier müssen wir uns jetzt mal an die Lücken halten, was wir hier haben. Ja. Da kann ich auch mal reinzoomen. Also man sieht hier Armierung. Also ich würde sagen, noch eine Lage, dann ist das drin hier, die Armierung, und dann kann hier schon die graue Pampe fließen. So, gehen wir mal weiter zum nächsten Loch. Ja, und hier haben wir halt... es geht, man kann was erkennen.
also da wird fleißig armiert. Da liegt noch jede Menge Armierungsstahl, die wartet noch eingebaut zu werden. Ich lasse euch mal gerade hier so stehen. So, dann gehen wir mal zum nächsten Weg ein. Und schauen gerade mal hier rein. Ja, da haben wir das Brett jetzt gerade vor der Nase. Deswegen versuche ich mal ein bisschen weiter runter zu gehen. So, also da sieht man nochmal die armierte Fläche hier. Also jetzt noch ein, zwei Lagen noch, dann wird es gut sein. Hier drüben, da ist ja schon unser deponiert. Ja, gehen wir mal ein Stück weiter vor, weil da sehe ich gerade. Gehen wir mal ein ganz schönes Stück vor. Weil, wenn wir stellen hier, sind ja, wie gesagt, die Armierung fast abgeschlossen. Aber ist schon deponiert. Aber weiter vorne, da ist es nicht mehr. Der Reisenbär. Oh, da würde ich reinschauen, mal hier rein. Ja, hier sieht man, dass sie hier noch armieren sind. Aber im hinteren Teil, würde ich mal sagen, wenn ich es eingefangen kriege,
da sind sie schon wesentlich weiter. Also kann man auch so ein bisschen hinten sind sie schon ziemlich weiter. Ja, ich kann euch hier auch nicht in den Zaun heben, weil der Zaun einfach so weit hoch geht. Da müssen wir uns halten. Mit dem begnügen, was wir jetzt hier sehen, also kann ja hier mal reinzoomen. Und man sieht, die Armierung ist hier schon im hinteren Teil ziemlich weit fortgeschritten. Ja, das würde ich mal sagen, war jetzt mal der erste Streich. Ich bin dann gleich wieder da. So. Jetzt hier der Flügel, der wird wahrscheinlich noch nicht betoniert sein. Aber ich tue mal nicht mal rein, weil ich glaube, da liegen sie da schon die Rüttler drauf. Ja, ganz eindeutig. Also ich denke mal, der Flügel wird jetzt demnächst hier betoniert. Ja, dann kann ich hier die weiße Pampe fließen. Ja, dann sieht man hier natürlich Container auf Container, ne? Von der Firma Seele. Ja, und die bauen ja für alle, die es nicht wissen, hier die Lichtaugen. Ja, und für alle, die es nicht wissen, die Firma Seele hat auch die komplette Allianz Arena gemacht, also mit dem alles was Glas und so weiter betrifft. Das war auch Seele, also wenn es jemand drauf hat, dann ist es auf jeden Fall die Firma. Ja, und ich bin jetzt hier gerade zu einer Uhrzeit, da holen sich die Leute hier ihr Mittagessen. Weil wir haben ja jetzt kurz nach 12 und da hat man Hunger und da geht man natürlich runter in die Klettpassage und holt sich etwas Leckeres vom Metzger oder so. Ja, auch nicht schlecht. Also verdienen die da unten auch noch ein bisschen Geld. Ja, und ich würde sagen, wir schauen mal weiter. Also, bis gleich. Ja, die Zelte hier oben, die sind alle von Leonard Weiss. Also der spielt hier auch noch eine kleine Rolle mit. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja Leute, den Autotunnel, den schauen wir uns jetzt hier heute nicht live an. Den schauen wir uns von der Webcam an, weil ich bin noch nicht so gut drauf, dass ich da einfach vorbeilaufen kann. Also das ist der Bereich hier. Den schauen wir uns von der Webcam an. Ja. Und wenn das soweit ist, kommt es dann in dem Video, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Also diese Baustelle hier kommt direkt von der Webcam. Also bis gleich. So, von hier aus natürlich ein bisschen schräg, aber da hinten eine bisschen Aktion davor. Ein Blick auf K8, der jetzt als erstes fertig geworden. Und ich tue mal rein. Na, vielleicht kann man ja was entdecken, aber ihr seht schon, alles schwarz. Nämlich da sind noch die Folien drauf als Schutz. Aber man kann ein bisschen reinspiegeln. So, wenn wir schon hier sind, dann gehen wir auch gleich mal kurz auf die andere Seite. Ja, mir kommt es so, als wenn sie den Steg hier verändert haben. Oder ist es einfach so, weil ich schon lange nicht mehr hier war.
könnte natürlich auch möglich sein. Ja, und hier haben wir den Südausgang. Da haben sie jetzt auch die Gerüste aufgebaut. Ja, und hier unten der Tunnel vom Südausgang zum Verteilersteg. Da drüben die Tunnel von den Notausgängen. Ja, alles noch nicht mit Erde bedeckt. Ja, und hier hinten, da sind sie schon wesentlich höher. Wir gehen aber heute nicht auf die andere Seite, das machen wir alles beim nächsten Mal, weil es ist verdammt heiß heute hier in Stuttgart. Und verzeiht mir, da möchte ich einfach nur das Notwendigste aufnehmen. Und da immerhin gerade über 30 Grad. Aber ich habe mir gedacht, ich will das auf jeden Fall euch zeigen. So, hier am Flügel, da füllen sie schon auf. Und zwar nur bis zu dem Bereich, wo man auffüllen kann, wo es nicht so viel Druck ausübt. Und ich denke mal, so wie der Hubert schon in seinen Videos erwähnt hat, dass da Schaumstoff schon da dann reinkommt und dann eben am Ende erst mit Mutterboden aufgefüllt wird. Ja, und hier der Tunnel für Notausgang Bahnsteig 4. Also da wird wahrscheinlich auch noch einiges an Erde reinkommen. Und hier ist anscheinend auch noch ein Zugang. So, schauen wir uns mal da drüben an. Da haben wir jetzt K4 und da können wir schon ein bisschen besser reinfüllen. Schauen wir mal, wie es so aussieht. Aber auch da sind die Schutzfolien noch drauf. Ja, und wer sich jetzt nicht ganz so hier auskennt, warum die Schutzfolien da drauf sind, ganz einfach, die sind da drauf, dass den Lichtaugen nichts passieren kann. Weil die müssen ja jetzt da drin auch noch die Lüftungsgitter einbauen. Und von dem her lässt man das einfach mal so. Und sobald die Zelte abgebaut sind, denke ich mal, wird man die Schutzfolien runternehmen und dann kann man die Lichtaugen in ihrer vollen Pracht dann hier bewundern können. So, gehen wir mal weiter. Ja, übel. Nach einem Semester der Aufzug.
So, schauen wir nochmal einen Blick von hier aus drauf. Also, dann machen wir mal einen kurzen Schwenk. Hier über den SIP-Bereich. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da ich jetzt in der Zeit so geblieben komme, sitze ich jetzt mal geschwind ein bisschen als kleine Pause noch hier im Biergarten, direkt neben der Baustelle, und genehmige mir hier ein schönes, kühles Radler. Ja, und das trinke ich auf euch alle da draußen, die jetzt in der ganzen letzten Zeit mir die Treue gehalten haben. Ja, und wenn ihr wollt, dann schenkt euch irgendwas ein, Bier, Cola, Fanta, Radler, was ihr wollt, dann trinkt mit mir jetzt. So, ich drehe jetzt mal die Kamera zu mir. Und drehe jetzt auch mal das Display geschwind zu mir. So Leute, das trinke ich auf euch. Also zum Wohlsein. Lecker. Bis gleich. So, muss ich natürlich wieder rumdrehen. So, also nochmal. Danke an euch alle, die mir die Treue gehalten haben. Also, bis gleich. So, jetzt von der Dachterrasse hier vom ITS. Und dann auch erstmal ein kleines Dankeschön an das ITS für die Drehgenehmigung. Ja, und bevor wir uns jetzt hier anschauen vom ITS alles, werfen wir mal einen Blick auf die Cam, wo an diesem Graben hängt und in diese Richtung schaut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, dann schauen wir uns jetzt mal hier die Unterfahrung des Gebhard-Müller-Platz an. Also die Verlängerung der Unterfahrung. Ja, und man sieht hier schon, dass sie jetzt hier eigentlich schon mit dem Tunnel Richtung Stadt aus, Stadt einwärts fertig sind. Also so gesehen die Oströhre müsste das sein. Wenn ich falsch liege, mich einfach in den Kommentaren verbessern. Und hier haben sie sogar jetzt schon die Schutzschicht aufgebracht, wie man jetzt hier sieht, und wie man auch hier sieht, wird sogar die Fläche jetzt schon wieder benutzt als Lagerfläche. Ja, wie es jetzt innen aussieht, das hat der Hubert ja auch schon in seinem Video gesagt, wissen wir leider nicht. Aber vom Jochen sein letzten Video habe ich gesehen, dass da noch nicht einmal asphaltiert ist, zumindest auf der Rampe. Wie es jetzt im Tunnel aussieht, kann ich euch jetzt gar nicht genau sagen. Man muss einfach alle nicht wissen. Ne? Ja, und was das hier hinten ist, diese weiße Stützen, das weiß ich bis heute noch nicht. Also wenn es jemand von euch weiß, was das ist, dann schreibt es mal in die Kommentare rein, weil das hat eigentlich nur keiner von uns so richtig angesprochen, beziehungsweise ich habe schon ein paar Mal gefragt. Also wenn einer von euch weiß, was das hier ist, einfach geschwind in die Kommentare reinschreiben, dann wissen wir das auch. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal vom ITS auf die Baustelle. Bis gleich.
So, dann schauen wir uns jetzt mal den Bereich hier im Innenhof an, vom Bonatzbau. Und da wird ja gerade das Hotel gebaut, sage ich mal, und vergrößert. Und man sieht jetzt schon, im Gegensatz zum Hubert, seinem letzten Video, da war, glaube ich, hier hinten noch nichts betoniert. Und ja, nach oben ist jetzt noch nicht gegangen. Also das wird jetzt hier noch ein bisschen nach oben gehen. Und ja, da kommt dann praktisch nochmal ein Stück drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Weil man muss ja hier hinten abschließen. Und dann schauen wir mal, wie es nachher aussieht. Jetzt weiß ich nicht, ob das noch aktuell ist. Es hat mal geheißen, es soll da noch ein Glasdach drauf kommen. Aber ob das jetzt noch Stand der Dinge ist, weiß ich nicht. Wenn das von euch jemand weiß, schreibt es bitte mal gerne das in die Kommentare rein, dann wissen wir das auch. Also auf jeden Fall, hier geht es auf jeden Fall stetig weiter. Und hier der Bonatzbau-Turm, der ist jetzt auch schon komplett eingerüstet und ein Netz wurde auch schon dran gemacht. Hier unten sieht man noch eine kleine Baustelle. Es scheint mir so, als wenn da ein Dings wäre, ein Sonnenschirm, aber keine Ahnung. Also wenn einer von euch weiß, was das ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ja, und von hier aus kann man auch gut einschauen, denn der Bereich, wo das Gerüst aufgebaut wurde für den Eingang, Haupteingang Nord, sage ich mal. Also der wird jetzt hier dann wahrscheinlich auch demnächst angegangen. Ja, und dann würde ich sagen, wenn wir schon hier sind, schauen wir noch kurz einen Blick in die Wandelhalle. Ich sage immer, nicht Wandelhalle, ich sage halt Bonatzbauhalle oder irgendwie so ähnlich. Ja. Hier hat man jetzt ausgehoben, hat hier ja eine Wand eingezogen. Wahrscheinlich, dass das Ganze nicht einstürzt oder so. Also ich denke mal, hier werden Rohre rein verlegt, weil hier auch schließlich Rohre liegen. Was sonst noch da reinkommt, kann ich euch jetzt so gesehen gar nicht sagen. Wer es weiß, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Dann wissen wir das alle. Ja. Und somit sind wir auch mit den Bereichen schon wieder durch. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns den Bereich Süd oder den Bereich von der vom ITS an. Und ich würde sagen, bis gleich. Ja, bevor wir jetzt vom ITS noch was anschauen, erstmal ein rieses Dankeschön an der Hubert, weil er hat mir
dieses Foto oder Video hier zur Verfügung gestellt. So. Ja. Was ist auf dem Video zu sehen? Ich lasse es auch mal laufen kurz. Ja, auf dem Video ist hier eine Schalung zu sehen. Jetzt mache ich Pause. Hier ist eine Schalung zu sehen. Aber wie der Hubert schon sein Video gesagt hat, ist der Ausgang Schlossgarten noch nicht ausgeschrieben worden. Somit kann man das auch noch nicht in die Planung mit einrechnen. Aber ich würde mal sagen, das sind die ersten, oder mal vorsichtig sagen, dass das vielleicht doch schon die ersten Vorbereitungen sind für die Eingangskuppel vom Schlossgarten. Weil da werden ja auch hier noch Gebinde gezeigt. Aber das zeigt er jetzt hier leider nicht in dem Video. Aber diese Gewindestangen, die sind jetzt hier in diesem Bereich, hier hinten, wo es schmäler wird. Lassen wir uns überraschen, werden wir auf jeden Fall mal im Auge behalten, was da gemacht wird. Entweder habe ich es nicht gesehen oder ich war doch zu klein, aber eigentlich hätte ich es sehen müssen, weil so weit rüber gucken kann ich. Also werde ich es wahrscheinlich nicht gleich gesehen haben, genauso wie ich andere Sachen jetzt auch nicht gesehen habe, aber die sage ich euch jetzt nicht, das sage ich euch beim nächsten Mal, wenn ich wieder in Stuttgart bin. Ja, es war mein erstes Video in Stuttgart, mal wieder nach langer Zeit, und daher übersieht man mal einiges. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ja, und da würde ich sagen, jetzt gehen wir aber endgültig zum Blick vom ITS und dann sage ich bis gleich. So, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal erst alles hier vom Süden aus an. Und dann zoomen wir nochmal in den südlichen Bereich rein, wo ja gerade verfüllt wird. Ja, man sieht, der Hinterbereich wird später gemacht. Und was man auch hier sieht, es verläuft noch ein grünes Rohr. Ich denke mal für Abwasser. Wenn es mal ein bisschen wackelt, bitte nicht böse sein. Ich fühle mich jetzt nur mit dem Einbein-Stativ. Ja, und hier drüben das Gerüst für den Südausgang. Also ich denke mal, da wird es jetzt dann auch demnächst dann vielleicht losgehen. Ja, und hier ist drüben
wie gesagt, sieht man eigentlich nur Container über Container. Ich sehe gerade, dass hier noch ein bisschen offen ist bei K4. Schauen wir mal, ob wir hier was erhaschen können. Also ich zoome jetzt mal wirklich weiter rein, also jetzt mal wackelt nicht böse sein. Aber so, jetzt bin ich außerdem aus dem Ausschalter gekommen. Aber man kann da jetzt nichts erkennen. Ah, ein bisschen kann man noch was erkennen. Von der Hutze selber. Aber mehr aber auch nicht. So, zoomen wir schnell wieder raus. So, dann ist hier unten noch offen. Schauen wir mal, ob wir hier was erhaschen können. Aber ja, ein bisschen können wir was sehen. Also man sieht hier die Gitterstruktur, aber mehr aber auch nicht. Also schemenhaft, Leute. Na? Da ist einfach das Sonnenlicht viel, viel stärker als das Licht, was da drin ist. Vielleicht sieht man dann mehr, wenn es mal ein bisschen bewölkter ist. Ja, ich stelle euch mal kurz hier ab. Könnt ihr mal das hier ein bisschen anschauen hier, das Blech vom ITS. Ja, ich habe mich vorher mit dem Hubert unterhalten, weil den habe ich getroffen. Ich weiß jetzt nicht, wo er sich versteckt hat. Aber an dem Flügel hier, aber den können wir jetzt von hier so schlecht einsehen. Also durch die Container ist der jetzt hier nicht einsehbar, der Flügel. Aber es hängen tatsächlich auf dem Flügel schon die Schläuche. Ich versuche mal was zu erhaschen. Aber da sieht man nur Gerüste und Container. Mehr leider nicht. Schade, hätte ich gerne mal von der Seite gezeigt. Ja, und jetzt hier bei K16, da hängen die Gurte schon, aber die Gitterstruktur ist noch nicht drin für die Lichtaugen, aber ich sehe die auch im Moment noch nicht hier unten liegen, das heißt, die sind jetzt hier noch erst im Aufbau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal noch ein Stück rüber. Ja, man sieht jetzt halt von hier oben nur noch Container über Container. Ja. Aber das heißt, es geht voran.
Was man hier noch ein bisschen sehen kann, ist hier drüben das Lichtauge von K19. Wo anscheinend ja auch fertig ist. Ja, und was sehen wir denn noch hier, Leute? Also hier drüben vom Nordeingang habe ich ja euch schon erzählt, das sind auch Leute schon am Arbeiten. Ich sehe auch hier etwas Rotes. Das sieht doch, ach nee, das sind Absperrungen. Absperrungen, dass keiner abstürzen kann. Ja, Leute, und dann sieht man hier vorne noch bei K22, dass K22 jetzt auch die Container bekommen hat. Ja, fehlt bloß noch die Verstrebungen. Ja, und so geht es langsam Schritt für Schritt immer weiter. Ich sehe jetzt gerade hier oben was am Kran. Jetzt zoome ich doch glatt mal ein bisschen rein. Genau, der kommt mir ein bisschen entgegen. Das sieht aber aus wie ja, Schalung oder sowas. Also es geht zu K21 oder SK24. Ja, ich war schon lange nicht mehr in Stuttgart, dass ich mir jetzt auch schon versprechen tue hier. Ja, und die Zelte habe ich vorher schon berichtet. Ja, und hier vorne sieht man auch Teile für die Container zum Draufstellen. Ja, mehr sieht man leider nicht. Ja, hier drüben steht der Hubert zum Filmen. Der hebt sich die Hand vor die Augen, dass er noch was sieht. Ja, und ich würde sagen, das war's mal mit dem Video. Ich kann mal schauen, zum Abschluss hier die letzte Deckenplatte der Lorsch. Aber das sieht aus, Leute, als wenn die betoniert ist, weil da liegt Plane drauf. Also könnte man da eigentlich auch einen Haken dahinter machen. Ja, und dann würde ich sagen, das war's schon wieder mit meinem kleinen, aber schnuckligen Update hier aus Stuttgart vom Hauptbahnhof. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte wie immer einen Daumen nach oben da. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, hier unter dem Video könnt ihr den Kanal jederzeit abonnieren. Ich muss jetzt ein bisschen leiser sprechen, dass ich den Hubert nicht so arg störe.
wer Kommentare loswerden will, einfach unten in die Kommentarleisten rein. Ja, ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wie immer, bleibt mir gewogen. Und was wichtig ist, Leute, bleibt oder werdet gesund. Und ich denke mal, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wo, werden wir noch sehen. Aber ich sage mal, bis dahin, ciao aus Stuttgart. Und bis zum nächsten Mal. Euer Hemme. Ciao, ciao.